Und da schwingt sowas nach, sowas wie, naja, als Frau spricht man keinen Mann an. Macht mal. Sehr gut. Oder aber, Geld verdirbt den Charakter. Ich meine, wie soll denn das aussehen? Da kommt das Geld, kriecht ihr nicht rein und der Charakter ist im Arsch, oder was? Wenn man schon darüber nachdenkt, ergibt das ja gar keinen Sinn. Ja? Oder sowas wie, Sport ist Mord. Ja, das sind so Gehirnfurz-Sachen, die sind in dir drin und die pupst du manchmal raus, ohne es zu merken. Man kann auch sagen, Gedankendurchfall. Und wann hat man Gedankendurchfall? Wenn man, naja, wenn, wann hat der Körper Durchfall? Wenn du etwas isst, was dir nicht gut tut, kommt hinten die Soße raus. Ja, und mit dem Kopf ist genauso. Wenn du vorher was zu dir nimmst, also in dein Gefäß etwas reinlädst, was dir überhaupt nicht gut tut, dann kommt einfach Durchfall raus. Ja, das ist dann der Flatus cerebi. Das knallt und pufft und stinkt. Und du denkst manchmal, was ist denn jetzt eigentlich mit mir los? Und du fühlst dich auch noch scheiße. Und der Gehirnfurz, der, das ist einfach wichtig, dass du lernst, mit den Dingen umzugehen. Also dir bewusster zu werden. Dir was? Nehmt mal eure beiden Finger. Sag mal hier. Hier bewusster werden. Alle zusammen. Hier bewusster werden. Wir müssen unseren Bewusstseinsmuskel trainieren. Das nennt man mentales Training. So wie man einen Muskel trainiert, kann man also auch hier oben unsere Gedanken trainieren, damit weniger Durchfall rauskommt, weniger Fürze rausfliegen und mehr qualitativ hochwertiger Inhalt dann auch rauskommen kann. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja oder ja? Ja. Okay, bevor wir jetzt aufs nächste Level kommen, habe ich mal eine Frage. Ist es in Ordnung, wenn ich euch ein kleines bisschen zu Hause in euren Sofas, Küchen, Schlafzimmern und wo ihr euch gerade so rumtreibt, wenn ich euch ein ganz bisschen kurz coache, ja oder nein? Ja, ja, ist es in Ordnung? Ist es, ja, dann dürft ihr mal nicken. Ralf, bist du bereit zu nicken? Ralle, Ralfilein, alles klar, sehr gut. Annette, bist du auch bereit für ein bisschen Coaching? Annette, bist du on fire? Willst du ein geiles Leben? Annette, als allererstes machst du mal cool dieses ganz komische Ding an deinem Hals ab. Das ist nämlich nur Verstecken. Frauen wickeln sich ein am Hals, damit sie nicht verletzlich sind, damit sie bloß in Sicherheit sind, sich zurückziehen können und nennen es dann Modeaccessoire. Keine gute Idee. Jetzt ist sie auch noch groß. Und liebe Annette, du, ich kenne dich ja nicht, aber ich glaube, ja, ja, da geht's schon los. Ich erwische euch. Aber Annette, mal ganz ehrlich, du bist schon in so einer Schutzfunktion in deinem Leben, oder? Siehst du, das erkenne ich schon nur an dem Halstuch. Nur wenn du in deiner Schutzfunktion die ganze Zeit drin bist und du symbolisierst damit schon mit diesem Tuch, komm mir bloß nicht so nahe. Ich bin so verletzt worden in meinem Leben, komm mir bloß nicht so nahe, ich will das nie wieder erleben, richtig? Haben wir uns schon jemals gesehen oder jemals miteinander gesprochen? Einmal? Können wir Annette laut schalten? Annette, du kriegst jetzt auch noch einen Ton. Wir gucken mal, ob ich Annette gleich höre. Annette, jetzt müsste ich dich hören können. Hallo. Hi Annette, wie hast du mich kennengelernt? Auf dem Sauerkraut. Okay, da haben wir uns kurz gesehen, oder? Wer hat dich denn im Leben so verletzt, dass du dich immer wieder so schützen musst? Kopf nach hinten. Ja? Meine Mama. Deine Mama. Was hat denn deine Mama gemacht? Sie hat mich weggegeben. Und dann? Dann war ich bei meiner Großmutter. Was hat die gemacht? Oh. Also ich war satt und sauber. Du warst satt und sauber. Ja. Dann hat die Oma schon mal alles richtig gemacht. Ja. Denn wenn die Oma es geschafft hat, dass du satt und sauber warst, hat sie das bedient, was das Kind in den ersten 7 Jahren braucht, war da war. Deine Oma hat dich überleben lassen. Und damit hat deine Oma, die wahrscheinlich selber in einer herausfordernden emotionalen Situation war, schon mal das Bestmögliche gemacht, was sie überhaupt konnte. Was glaubst du, warum deine Mama dich weggegeben hat? Ich weiß es nicht, ja. Ich habe sie gefragt und sie hat mir keine Antwort gegeben. Ich glaube, ich kann es nicht sagen. Okay, das ist die unbewusste Inkompetenz, von der Sandy immer spricht. Dieses, ich habe keine Ahnung. Und jetzt machen wir uns das mal bewusst. Ich helfe dir jetzt, den ersten Schritt der Veränderung zu gehen. Bist du bereit, ja oder ja? Ja.
Ihr Lieben, seid ihr in der Chatfunktion bereit, ihr dabei zu helfen, den ersten Bewusstseinsschritt zu machen, ja oder ja? Ja! Sehr gut. Also pass auf, Annette. Hast du Kinder? Ja. Liebst du die von ganzem Herzen? Ja. Und hast du dir selber an irgendeinem Punkt gesagt, ich will nie so sein wie meine Mama? Ja. Du würdest deine Kinder nicht weggeben, oder? Und du hast gekämpft und dich durchgebissen mit deinen Kindern. Ja. Und das waren wahrscheinlich ziemlich harte Zeiten, richtig? Bist du in deinem Herzen, in deinem Kern ein liebevoller Mensch? Ja. Gibt es Situationen, in denen du so alleine bist, so traurig, so energielos, dass du manchmal nicht unbedingt liebevoll zu deinen Kindern warst? Ja. Annette sagt gerade, ja, ich bin in meinem Herzen ein liebevoller Mensch, doch ich war nicht immer liebevoll. Warum? Weil sie manchmal in beschissenen Situationen ist. Und jetzt frage ich dich Folgendes. Glaubst du, dass deine Mutter ein schlechter Mensch ist? Okay, ich stelle die Frage mal anders. Als du dein Kind geboren hast, Annette, gab es damals eine Verbindung? Ja. Und ich kann dir eins garantieren, auch deine Mutter hatte eine Verbindung zu dir. Denn das Band zwischen Mama und Tochter wird niemals reißen können. Doch, liebe Annette, es gibt Umstände im Außen, die auch die liebevollste Person im Leben Dinge machen lassen, die zu Schmerz führen, die dazu führen, dass man sich unwohl fühlt, dass man hinterher etwas unglaublich bereut. Es gibt Mamas, die sind erst 18 oder 19 Jahre alt, die verschweigen aufgrund ihres Umfeldes, dass sie schwanger sind, ziehen sich große Klamotten an, keiner kriegt mit, dass sie schwanger sind, dann ziehen sie sich auf irgendeine Toilette zurück, bringen ein Kind zur Welt, packen es in eine Aldi-Tüte und geben es ganz schnell bei der Kinderkrippe ab. Nur um daraufhin in den nächsten 30 Tagen durch die Hölle zu gehen. Durch die Hölle zu gehen, weil sie sich so mies fühlen, dass sie das gemacht haben, aber jetzt nicht mehr zurück können. Und das machen Menschen nicht, weil sie böse sind. Das machen Menschen nicht, weil sie schlecht sind in ihrem Herzen. Sondern Menschen geben kleine Kinder immer nur dann weg, wenn sie keinen Ausweg mehr finden und mit dieser Situation unfassbar überfordert sind. Annette, wenn du das jetzt gerade in deinem Herzen wahrnimmst, was ist das Gefühl? Ich weiß, dass sie vermutlich sich so fühlt. Ich habe es aber nicht. Was muss man denn machen, um jemandem verzeihen zu können? Bist du dankbar für deine Kinder in deinem Leben? Ja, meistens. Ich bin Papa, das kenne ich, diese Antwort. Die können einen ganz schön herausfordern, oder? Mhm. Es gibt eine Sache. Für die kannst du deiner Mama aus tiefstem Herzen dankbar sein. Welche eine Sache ist das? Dass sie mich geboren hat. Richtig. Deine Mama hat dir das Leben geschenkt. Deine Mama hat dir diese Erfahrung geschenkt, auf die Welt zu kommen und hat dich in Hände gegeben, die es dir ermöglicht haben, dich zu der Person zu entwickeln, die du heute bist, war oder war. Ja. Deine Mama ist die Ursache dafür, dass du in leuchtende Kinderaugen schauen kannst. Deine Mama ist die Ursache dafür, dass du es überhaupt erfahren darfst, das Privileg erfahren darfst, überhaupt Mama sein zu dürfen. Wahr oder wahr? Ja. Annette, du bist heute wie alt? Oh Gott. Anfang 51. Annette, du bist 51 Jahre alt. Du bist jetzt eine erwachsene Frau. Du brauchst weder die Liebe deiner Mutter, noch die eines Vaters, noch die Liebe von irgendeiner anderen Person, um jetzt sofort hier in diesem Moment glücklich zu sein. Lass deine Mama in Liebe los. Bist du bereit, das mit mir jetzt zu machen? Stell dich hin, schnell, aufstehen. Tritt einfach einen Schritt zurück irgendwie.
Und alle, die jetzt gerade zuschauen, alle, die jetzt gerade zuschauen und ein Thema mit einem Menschen haben, wenn du mit jemandem im Streit bist, wenn du mit jemandem in der Aggression bist, mit deinem Freund oder mit deiner Freundin, mit deiner Mama oder mit deinem Papa, wenn es da ungelöste Themen gibt, dann stellt euch jetzt hin. Stellt euch alle hin, all diejenigen, die irgend so ein scheiß Thema mit irgendeinem Menschen in ihrem Leben haben. Du wurdest belogen, betrogen, du wurdest vergewaltigt, du wurdest verprügelt. Menschen haben dich alleine gelassen, Menschen haben dich einfach weggegeben oder sonst was. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, um es loszulassen. Und wir machen es gemeinsam. Für Annette, seid ihr bereit, Energie aufzubauen, ihr Lieben? Ja oder ja? Ja! Seid ihr bereit, euch einzulassen? Ja oder ja? Ja! Seid ihr bereit für einen Level-Up-Your-Life-Moment in euren Herzen? Ja oder ja? Ja! Alles klar. Dann, Annette, stell dich schön so hin, dass du schulterbreit stehst, dass du die Schultern zurücknimmst, dass du einmal tief einatmest, durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Und du bist eingeladen, deine Augen zu schließen. Sehr gut, machst du genau richtig. Alle anderen können mitmachen, die ein Thema mit jemandem haben. Wenn du jemandem verzeihen willst, wenn du etwas trennen willst, du wirst dich jetzt mit der größten Kraft auf diesem Planeten verbinden. Die größte Kraft, die uns das Universelle zur Verfügung gestellt hat. Seid ihr bereit? Ja oder ja? Ja! Okay. Annette, ich möchte, dass du jetzt einatmest, ganz tief einatmest und dir dabei vorstellst, dass du die ganze Kraft und Energie des Universums in dich hineinatmest. So richtig. Dann einmal den Atem anhalten, so lange wie du kannst. Und dann beim Ausatmen stellst du dir vor, dass du jeden Stress, Ärger, Wut, Anspannung, Traurigkeit einfach ausatmest. Und so wie ihr das macht, macht ihr das für euch genau richtig. Tief einatmen und durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen. Tief einatmen. Kraft und Energie des Universums in einer Farbe deiner Wahl einatmen, den Atem anhalten und dir vorstellen, wie diese Kraft und diese Energie, die Liebe, die du einatmest, sich in dir ausbreitet, wie du dich auffüllst, wie deine Zellen anfangen, in dieser universellen Farbe zu leuchten. Und du atmest dann wieder aus und hier alle Schmerzen, Wut, Ärger, Enttäuschung atmest du aus und stellst dir vor, dass vor dir so eine graue, dunkle Wolke entsteht. So eine Wolke mit all dem Drama. Bei Annette ist es das Drama ihrer Mama. Du atmest das Drama aus, die Vorwürfe aus, die Fragezeichen aus. Du atmest dein Kindsein aus. Du atmest den Schmerz aus. All die Gedanken, die damals da waren, die dich so verletzt haben, die dich so wütend gemacht haben, atmest du aus in diese Wolke vor dir hinein. Jetzt stell dir vor, diese Wolke wird zu einem kleinen, dunklen Wattebausch. Und diesen Wattebausch hältst du auf deiner Hand. Und du entscheidest dich, all dieses Drama in deinem Leben loszulassen. Du entscheidest dich, dich zu distanzieren von dem Drama mit deiner Mama, mit dem Papa, mit Freunden, Bekannten, mit Menschen, die dir nicht gut getan haben. Du atmest noch einmal ganz tief diese ganze Kraft und Energie des Universums in dich hinein. Hältst den Atem an und gleich, wenn du ausatmest, dann pustest du diesen kleinen Wattebausch von deiner Hand einfach weg und stellst dir vor, wie er wegschwebt, wie er sich von dir entfernt und damit auch das ganze Drama. Puste das weg, stell dir vor, wie das jetzt wegfliegt, wie es sich entfernt und irgendwo am Horizont verschwindet. Und in dem gleichen Moment stell dir vor, dass es aus der Mitte des Universums einen Lichtstrahl gibt. Und dieser Lichtstrahl ist pure Energie, schöpferische Energie, göttliche Energie. Und dieser Lichtstrahl kommt aus der Mitte des Universums und trifft auf dein Kronenchakra, direkt oben in deinen Kopf hinein. Nimm mal die Farbe dieser Energie wahr. Nimm wahr, wie sich das anfühlt, wenn in deinen Kopf dieser Kanal universeller Liebe hineinfließt, wenn diese Liebe in deinen Kopf hineinfließt. Stell dir vor, wie sie sich in deinem Kopf ausbreitet, alles auffüllt, größer macht. Und du fühlst das und spürst das, wie es wärmer wird, wie sich alles in dir ausdehnt, wie sich jede Zelle mit dieser universellen Liebe füllt, mit dieser Farbe der universellen Liebe füllt. Fühl das, mach das groß. Nimm die Temperatur wahr und diese Liebe fließt weiter den Hals hinab über deine Schultern, in deine Oberarme, deine Ellbogen, deine Unterarme, in deine Hände bis in deine Finger hinein. Sie fließt weiter den Hals hinunter in deinen Brustraum, in dein Herz hinein, in deine Lungenflügel hinein, die sich weiten. Atme mal tief ein
die Lunge wird weiter und du fängst an zu strahlen. All deine inneren Organe fangen an, diese Liebe aufzunehmen. Sie fließt weiter in deine Hüfte, in dein Geschlecht, in deinen Hintern, die Oberschenkel, die Knie, die Unterschenkel, in deine Füße. Und du strahlst jetzt diese Liebe aus dir heraus. Und du kannst diesen universellen Lichtstrahl einmal ganz genau wahrnehmen. Du kannst ihn fühlen, spüren. Stell ihn dir vor, denk ihn dir aus, dass es ihn gibt, dass er in dich hineinfließt. Und nimm wahr, wie er sich jetzt mit deinem Herzen verbindet und aus deinem Herzen in deinen Solarplexus hineinstrahlt. Und Annette, jetzt stell dir vor, deine Mutter sei da. Sie ist mit dir in einem Raum. Und sie sieht dich jetzt in dieser Liebe strahlen. Sie sieht dich in dieser Liebe strahlen vor dir. Und in diesem Moment machst du gegenüber dem Menschen, der dich so verletzt hat, deinen Solarplexus auf und schickst ihm diese universelle Liebe, die durch dich hindurch fließt, direkt in sein Herz. Lass diese Energie jetzt, Annette, in das Herz deiner Mutter fließen. Füll deine Mutter auf mit ihren eigenen Emotionen, mit ihren eigenen Dramen, die sie hat. Und sieh, wie all das weicher wird. Sieh, wie ihre Gesichtszüge weicher werden. Sieh, wie sie anfängt zu weinen, weil sie das allererste Mal wahrhaftige Liebe von dir spürt. Und nimm wahr, wie du jetzt mit dieser Liebe deiner Mutter immer näher kommst oder die anderen, die jetzt der Drama-Person immer näher kommen. Lass diese Liebe fließen, pump die in diese andere Person und diese andere Person verändert ihre Farbe. Diese andere Person verändert die Gesichtszüge. Nimm das wahr, fühl das, wie die andere Person aufgefüllt wird mit Liebe und auch du diese Liebe spürst und desto mehr Liebe du in diese andere Person gibst, umso mehr Liebe fließt in dich hinein, desto mehr du gibst, umso mehr kannst du es fühlen, desto mehr du pumpst, desto mehr du aus dir herausfließen lässt, umso leichter wird jetzt die Situation mit deiner Mama. Nimm das wahr, Annette. Und jetzt lächeln mal in diese Situation hinein. Noch mehr. Jetzt sende mal deiner Mama dieses Danke, dass du mich geboren hast. Danke für deine Lektion. Danke, dass du mich hast wachsen lassen. Danke für das Drama, an dem ich nicht zerbrochen, sondern die Person geworden bin, die ich jetzt bin. Und du kannst jetzt in diesem Moment erkennen, dass es ein Geschenk ist, einzuatmen und auszuatmen. Geboren zu sein, auch von jemandem, der dich verletzt hat. Denn du bist mehr als diese Verletzung. Du bist mehr als die Schläge. Du bist mehr als die Einsamkeit. Du bist mehr als die Gedanken an irgendjemanden. Denn du bist nicht dieser Gedanke. Du bist nicht deine Mutter. Du bist nicht dein Peiniger. Und du bist nicht dieser Schmerz. Und jetzt stell dir vor, wie mit diesem Lichtstrahl zu dieser anderen Person alle destruktiven Gedanken aus dir herausfließen. Alle Gedanken von Wut, alle Gedanken von Schmerz, alle Gedanken von Einsamkeit, alle Gedanken von körperlichem Schmerz. Lass das los, lass es rausfließen, öffne dich. Trau dich jetzt zu atmen. Hier, atme tief ein. Einatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und jetzt lass diese Energie rausfließen. Lass diese Energie los. Atme noch einmal tief ein. Durch dich hindurch, diese Energie loslassen. Verbinde dich mit dieser universellen Liebe. Spür diese universelle Liebe in dir. Spür, dass du diese Liebe bist. Spür, dass du jetzt da bist. Und dass du gut bist, so wie du bist. Du bist ein Meister, eine Meisterin, die übt. Fühl dich, spür dich. Setz dein schönstes Lächeln auf. Und lass diese Energie durch dich hindurchfließen, durch deinen Kopf, durch dein Herz, in den Solarplexus, in das Herz der anderen Person. Und spür einmal, wie sich jetzt Entspannung einstellt, wie das leichter wird. Atme dabei wieder die ganze Kraft und Energie des Universums aus und durch das Ausatmen des Drama aus. Und jetzt atme mir nach. Wir atmen jetzt gemeinsam in einer immer schnelleren Atmung. Wir werden das hinauspumpen. Und beim Ausatmen stellst du dir vor, dass das Drama gleichzeitig mit der Liebe wieder an die andere Person zurückgegeben wird. Seid ihr bereit? Ja oder ja? Dann tief einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Schneller, einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen, schneller, einatmen und ausatmen und einatmen und ausatmen und einatmen und ausatmen und schneller einatmen und ausatmen und einatmen, Alter, ausatmen und einatmen und ausatmen. Und jetzt sagst du deiner Mama, Mama, ich liebe dich. Nochmal, Mama, ich liebe dich. Mama, ich liebe dich.
Noch doppelt so laut. Mama, ich liebe dich. Mama, ich liebe dich. Mama, ich liebe dich für alles, was du gesagt hast. Mama, ich liebe dich für alles, was du nicht gesagt hast. Mama, ich liebe dich für alles, was du getan hast. Mama, ich liebe dich für alles, was du nicht getan hast. Mama, jetzt ist der Moment, in dem ich dich sehe. Ich sehe dich in deinem Leid. Ich sehe dich in deinem Schmerz. Und ich gebe dir all das zurück. Ich danke dir für dich in meinem Leben. Ich danke dir für dich in meinem Leben. Und jetzt verbinde dich mal mit dem Moment der größten Emotion, die du zu deinen Kindern hattest. Kannst du das? Mach das größer. Wo fühlst du diese Emotion mit deinen Kindern? Oder mit einem Menschen, den du sehr liebst? In deinem Herzen. Mach das größer. Mach die Farbe groß. Und diese Güte, diese Demut, diese Liebe schickst du jetzt noch einmal zur Mama und sagst: Danke, Mama, für dich in meinem Leben. Und wenn du ab sofort an Mama denkst, wirst du genau dieses Gefühl haben, diesen verbundenen Moment mit deinen Kindern. Denk an deine Kinder, an das Gefühl und an Mama. Wieder an deine Kinder, an das Gefühl, an Mama. Denk an deine Kinder, an das Gefühl, wieder an Mama. Ein letztes Mal tief einatmen, Luft anhalten. Anhalten, 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 anhalten und loslassen. Jetzt machst du die Augen auf. Gebt unserer Annette mal einen riesen Applaus. Und gebt unserem Nico mal einen riesen Applaus. Annette, macht das einen Unterschied? Ach, tatsächlich, wie viele von euch können das denn sehen, dass das bei Annette einen Unterschied macht? Annette, du hast gerade, glaube ich, als Galionsfigur, als die Anführerin, als die Muse, als die Walküre, als die Frau, hier, in diesem Raum, in diesem Moment, etwas gezeigt, was ganz, ganz viele Menschenleben gerade sehr berührt hat. Du glaubst gar nicht, was sie dir gerade alles geschrieben haben. Gänsehaut, Tränen, ganz viele haben mitgemacht. Viele tausend Menschen, die in diesem Moment, guckt mal hier, wer ist denn hier gerade? Hier ist noch jemand, die Bettina, guckt euch mal an, wie nah ihr beieinander seid. Ihr Lieben, das ist das Level Up Your Life. Durch ein paar Übungen auf die richtige Art und Weise das Leben auf einem nächsten Level zu erfahren. Und ich bedanke mich dafür, dass so viele hier sind. Und das soll heute erst der Anfang gewesen sein. Liebe Annette, danke, 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 dass du hier bist. Danke, danke, danke.